So, ich bin wieder zurück. Need for Speed Underground 2 steht heute wieder an. Und ja, mit dem nächsten Meldung. Wie gesagt, ich gucke noch nicht nach. Dann wollte mir jetzt den stattfindenden Modhändler, bla bla bla. Und neue Rundleuchten und nochmal alles wieder nach und nach. Vielleicht gehen wir ja schon in der nächsten dieser Folge noch ein nächstes Auto. Aber das ist für mich auch zu viel. Wir nehmen das Geld hier kurz mit. Da. $200. Dann haben wir hier vorne eine Modhändlerin. Da. Ja, ich weiß, ich sehe die jetzt nicht. Machen wir weiter. Die Reaps haben ganze Arbeit geleistet. Die setzen alles daran zu gewinnen. Und ihr Boss, Caleb, versucht mit illegalen Machenschaften die Kontrolle zu übernehmen. Die Sponsoren verlassen sich auf mich. Deshalb steht für mich viel auf dem Spiel. Aber für dich noch viel mehr. Wenn Caleb gewinnt, wird alles anders. Dann wirst du bei eurer Vergangenheit in Bayview nie mehr ein Rennen fahren. Aber wenn deine Siegesserie hält und du die Sponsoren überzeugst, steht er völlig allein da. Du musst siegen, damit er zum Loser wird. Denk dran, nur große Siege zählen. Ja, dann tun wir das doch mal, oder? Dann zeigen wir den Big Boss hier mal, was der Hake ist. Ja, dann sind wir schon an der letzten Folge diese Woche. Oh, toch. Sorry, ja, liebe Leute, es geht leider nicht anders. Ich will ja auch gerne die Formel 1 zu Ende kriegen. Sonst würde ich es ja... Würde ich ja weitermachen gerne. Ich will weitermachen. Ich freue mich jedes Mal auf dieses Kostüm. Also ich gehe mal weiter zum Tag. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr allzu lang und dann haben wir bald 6 Folgen pro Woche. So, kurz mal an der kompletten Leute vorbei. Wenn wir gespannt, was wir jetzt im Turnier haben, bei 4 Runden wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wir haben in der letzten Folge ein Rennen gefahren und jetzt schon wieder eins. Wunderbar. Man macht einfach mega laufen. In diesem Spiel und diese Spielereihe. Also, ja, Michael, jeden Teil. Und wir werden auch größtenteils fast jeden Teil spielen. Ich muss mal gucken, wie wir dann danach mit der Full Street kommen, das habe ich schon gesagt gehabt. Und danach The Run und dann nochmal. Was war aber noch ein. Aber noch jemand mal eins bekommen. Dann vielleicht machen wir so eine Crew danach. Ich kann ja noch ein paar Leute in diese Crew anstrahlen. Müssen wir mal gucken. Dann auf der PlayStation 4 gibt es. Ich kann ja nur wen mal fragen, ob er dann Bock hat. Noch nebenbei irgendwann so cool machen. Wollte ja mit dem Rivals irgendwann mal weitermachen, aber da hat auch nicht wirklich Lust drauf. Vielleicht machen wir dann irgendwann so cool. Und Rivals machen wir dann immer noch später. Viel später. Aber jetzt müssen wir mal die anderen Teile. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was vor. Gerade bei dem Teil oder beim nächsten Teil haben wir dann auch noch. Also das wird dann wahrscheinlich nochmal eine Ecke länger als das. Aber wie gesagt, wir haben erstmal Material am Rennspielen. Also wieder halt, es ist eigentlich ordentlich was gut. Ihr könnt euch also quasi einiges freuen. Und ihr könnt auch demnächst euch im Mai und Juni noch mal auf 2 neue Projekte freuen. Das aber habe ich angekündigt. Das wollte ich jetzt falsch sagen. Ich glaube, ja doch, beides hat sich auf die Melode gegeben. Und zwar Dead by Daylight und Silent 13, 2 Horrorspiele. Dabei bin ich nicht nur der Horror-Fan, aber das wird als LPD gemacht auf jeden Fall und da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich echt schon mega drauf, auf die Sachen. Ich werde echt wieder mal gute LPDs haben. Ja. Also es sind nur Rennspiele. Ich versuche ein bisschen Abwechslung auf meinen Kanal hier zu bringen und alles drum und dran.
Und da ist auch für jeden dabei, so der Fans mit. Ich habe zwar nicht so die Mega-Abonnenten, aber ich habe größten Netz, da können sie auch mitmachen und alles. Und auch meine, ich meine, haben so nette Kommentare schreiben und alles. Und da freue ich mich wirklich drüber. Also ich freue mich wirklich bei jedem netten Kommentar. Oder ich kann natürlich auch Kritik verstehen und alles. Und also nochmal also beleidigen. Ist das auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Kritik kann immer kann positiv sein, kann negativ sein und alles drum und dran. Sie muss halt nur produktiv sein. Weil, wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne Tipps geben oder könnt ihr gerne mal Anregungen schreiben oder ihr könnt auch irgendwann was Nettes schreiben oder so. Da freue ich mich immer drüber. Wir sind schon jetzt in der letzten Runde, während wir gequatscht haben. Eine Minute 10 brauchen wir pro Runde. Vorsprung aktuell sind 25 Sekunden. Da hat mir das eigentlich auch ein Abonnent geschrieben. Ey, mach doch mal eine Karriere mit dem Dynamo Dresden weiter bei FIFA 17. Dazu sage ich einfach nur einmal nein. Da habe ich mich einfach gar nicht mehr Lust drauf. Ich habe dafür auch mittlerweile auch von der Platte runtergeschmissen, weil ich da einfach momentan ja, kein Interesse dran habe. Einfach mal einfach so. Und da werde ich auch mit Bär und weitermachen. Wie gesagt, ihr könnt gerne halt mal fragen, mal, was du mal wieder sowas. Klar, kein Problem, sag nur, ich hatte ich darf jetzt nicht überhacken geben, aber normalerweise ein, zwei, drei Leute fragen immer, kannst du mal. Da kann ich auch drauf antworten, dann sage ich auch momentan, also sage ich auch ja oder nein, aber wenn dann jetzt so 50.000 Leute fragen, nee, kannst du mal. Dann nervt es. Ich versuche auch den Leuten, die mir halt schreiben, auch zurückzuschreiben. Bei Gelegenheit. Da. Wenn das nicht schreien, dann kriege ich halt auch einen netten Kommentar zurück und alles, ne? Aber. Naja. Gut, wir haben es gewonnen. 4 Minuten 50 haben wir gebraucht. Perfekt. Ist tatsächlich ein Turnierchen. Machen wir weiter mit dem nächsten Rennen. Schon noch. So, die wollen ja schon wieder ein bisschen kuscheln hier. Acker. So. Wahrscheinlich dauert das jetzt auch wieder so 5 Minütchen oder sowas, aber auch überhaupt kein Problem. Wenn ich ein Thema habe, wo ich ein bisschen drüber quatschen kann, wird er die schnell vorbei. Ja, worüber könnte man jetzt ein bisschen reden? Denn endlich noch jemanden dabei, den wollte ich wieder einen Platz bekommen. Wir kriegen höchstwahrscheinlich erst also nächste Woche dazu. Also für euch nächste Woche. Vielleicht kann man sagen, komm, wie machen wir eine Session auf? Vielleicht nehme ich am Morgen oder morgen nochmal eine Session für Speed auf, das ist klar. Und dann gucken wir mal. Ich habe einfach Bock momentan auf dieses Spiel. Nur heute wird einfach nichts mehr, weil ich jetzt auch ein bisschen was vielleicht ein Päuschen machen werde. Dann noch ein bisschen privat zocken. Dann passt das auch irgendwo. So. Ein Powerslide kann man ein bisschen gut dazu, weil die dabei auch direkt verballern können. Wie gesagt, als nächstes fahre ich mal zum Autohändler und gucke mal, ob wir den Wagen haben. Wir gucken einfach mal jetzt mal rein. Ist ja noch nicht, dass ich. Ich will ja noch ein bisschen mit dem Auto Fett fahren, wenn wir 3 Folgen machen. Ich glaube, bei den Peugeot sind wir dann auch mit 12 Folgen gefahren oder 10 Folgen gefahren und irgendwas mit dem Audi auch so grob ungefähr. Und dann würde ich mit dem will ich das auch machen und mit dem Auto hier noch. Das wäre mir zu früh. Wenn direkt mit dem Wagen durchkommen würde. Ja, der ist sogar mit dem auch nicht unbedingt mehr doch mit der Erdrock kommen rein. Kann man ja mit dem Wagen gefahren. Zumindest auch nicht der letzte, mit dem ich reingedruckt habe. Also bei dem ich diese Lücke geguckt habe, tatsächlich. Naja.
gleich schon fertig. Jetzt, ach, wir haben etwas mehr als die Hälfte gerade. Hoffentlich haben wir ja drei Turniere. Also drei Rennturniere. Auch noch nicht gehabt, ne? Also zwei Rennen. Vier Runden, zwei Rennen. Bei sechs Runden ist ein rein normales, einfaches Sechs-Runden-Rennen. Aber hier tun die Sechs-Runden-Rennen nicht billig. Das ist halt ein Rennstrecke. Bei sechs Runden in der Stadt war mega Verkehr und alles und dann ist, wenn ich das mit Underground zum Beispiel, also beim ersten Teil, das war das teilweise echt abartig zu fahren. Oh, hab ich mich gerade darüber aufgeregt. Guck mal, wie die Folge. Ich glaube, ich habe eine Folge über Rage Mode genannt oder sowas. Naja. So. Du sagst mir auch natürlich auch mal nicht das Tuning meiner Autos reinfinden. Also wie gesagt, ich hab mir so ein bisschen überlegt, was ich mit diesem Design mache. Und ich finde dieses Design von dem Auto geil. Dieses grau, schwarz. Den blauen Neon, das ist gut, gut. Mach Bock auf jeden Fall. Okay. Sieht doch gut. Für mich persönlich sieht das einfach geil aus. Oh, ich hab kein Nitro mehr. Na egal, ich glaube, wir brauchen noch nicht mehr so viel. Bisschen haben wir gerade geholt. Und sich den Power Slide, aber jetzt schon wieder weg. Naja, da haben wir es doch geschafft. Und gewinnt das nächste Rennen. Haben wir halb 30 Sekunden auf dem Konto. Wir haben die nächsten 5000 eingesagt, wieder mal 10.000 dazu auf dem Konto. So. Genau, Neuware beim Autohändler. Zack. Ah. Hier gucken wir hin. Sag mal, da haben wir hier einen Autohändler gerade in der Nähe. Wir haben kaum Rennen, ne? Wir haben nur Dreckrennen, Sprintrennen, gute Runden. Was heißt kaum Rennen? Wir haben ein paar. Aber ich guck mal erstmal beim Autohändler hinein. Das Taxi. Jetzt links und dann da rechts oder? Halt, ich wollte jetzt echt einen Scheiß machen. So, ja. So, rein. Hey, sieh dich einfach um und lass dich inspirieren. Hier kannst du dir einen neuen Wagen aussuchen. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier schon? Wir sind uns 206, ist klar.
Oh, ich habe den Kopf schon gesehen. Okay. Da ist er nämlich der Typ. Und ich dachte mir schon, es ist zu früh, den Wagen zu fahren. Mitsubishi 3000 GT, der ist eigentlich auch nicht mal so schlecht, der Wagen. Der hat, wenn man den voll dürfen, sogar mehr Power als der Eclipse. Sieht zwar ähnlich aus, aber ist er nicht. Keiner. Also der X7, der ist auch nicht schlecht, der Wagen. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich den nicht gerne hätte. Damit werden wir auch noch ein bisschen warten. Naja. So, ich gucke gerade auf die Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich guck gerade mal. Haben wir denn hier oben noch ein Rennen? Da unten ist irgendwo noch ein Sprintrennen. Nicht da. Das fahren wir da auch noch direkt. Weil vier machen wir heute auch nicht mehr. Also diese Woche nicht mehr, weil es ist jetzt bald schon wieder Feierabend. Noch 10 Minuten. Und dann haben wir Finito für diese Woche. Nein, morgen geht es wieder weiter mit vom Lines. Ja. Rein aus Singapur. So. Waren wir doch. Das sind 5,5 Kilometer oder so. Also dürfte es eigentlich dann auch ruhig sein. Hallo? Ist nicht. Naja, ist klar. Da wird aber sich nicht mehr lange vorne halten. Wenn ich mal die Möglichkeit habe, Gas zu geben, ist ich eigentlich ohne Probleme kriegt und da ist auch schon weg. Hat jetzt kein Problem da vorbeizugehen. Ein bisschen ein Stück gerade und geht's eigentlich. Dann dürfte sich die PS locker auf die Straße sichten von dem Auto. So. Dauert es nicht mehr. Na, es gibt noch eine Nachfrage. Ja. Es lohnt sich jetzt nicht, das Auto auf die Tür wieder zu setzen. Normalerweise mache ich das mal so. Genau, wir sind dann noch ein bisschen mal. Nochmal mal so. Am Ende der letzten Woche war dann die Wagenfahrt. Oder nächste Woche auf jeden Fall. Vor dem Skyline. Weil es wird das vorletzte Auto werden. Also der hieß jetzt das letzte, kommt dann finde ich noch und dann fahren wir dann bis wir den Skyline immer haben und dann fahren wir den Skyline und mit dem Skyline noch mit. So. Diese schnellen Richtungswechsel, das dauert immer alles eine Weile, weil das Terpentin, das frisst halt die Zeit. Wir haben schon 60% mittlerweile. Weil dadurch, dass wir jetzt in die Stadt kommen, geht das jetzt ein bisschen schneller. Prozent mittlerweile. Jetzt sind wir da zumindest durch.
Aua. Über die Kante. Und jetzt geht's hier den Rest wahrscheinlich. Hoffentlich über die Hausen. Wahrscheinlich geht's hinten um ein bisschen durch die Stadt durch. Blöde Jeep, ey. Versorgen wir jetzt das Rennen noch, Leute. Ich hatte mal schön Vorsprung, jetzt sind sie noch mal 3 Sekunden oder so. Schade. Den letzten Meter doch noch mal ein bisschen was verloren. Gewonnen haben wir das sowieso, aber es hätte auch deutlich schneller gehen können. 10 Sekunden schneller oder so. Wir sind nämlich haben wir nur 6 Sekunden. Deswegen haben wir nur 300 Punkte. 200 Punkte gekriegt, so rum. Da ist noch ein Rennen. Ein paar Minuten wieder haben wir noch. Das dürfte auch noch ein Rennen sein. Ach meine Güte, ich wollte eigentlich haben. Nein, ich kann auch da vorne rechts machen. War ich hier rechts? Und dann da hinten links und dann müsste es hinten durch. Wir sind jetzt schon wieder am Hotel Plaza. Oh man, das rennt nicht. Das muss hier rechts sein. Und zwar hier ist es ein Rundkursrennen. Es dauert aber ein bisschen was länger. Deswegen machen wir es erst nächste Woche. Also so viel haben wir nämlich schon Zeit. Weil da hinten ist ein kleiner Sprint, glaube ich, wenn ich den sehe. Dieser von Rundkurs ist jetzt gerade mal. Also ich gucke jetzt gerade mal, wie schnell lange dieser Sprint ist. Nicht allzu lange. Auch so ein Ding. 5 Kilometer lang. Ja, egal. Ja. Ab zurück in die Garage. Dann machen wir hier schon Feierabend. Ist dann so. Oder? Wir haben eigentlich noch ein paar Minuten, fällt mir so gerade ein. Wir haben eigentlich noch ein paar Minuten. Acht Minütchen hätten wir noch, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen ihn noch hin, den Sprint. Deswegen fahre ich doch nochmal auf die Straße. Ich wollte jetzt eigentlich schon ab Feierabend machen. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Dann fahren wir nämlich den noch. Aber das ist nur noch Scheiß drauf. Ist halt so. Hab da mich schon überredet. Ziehen die schön davon, ballern viel mit dem Intro raus. Hey, vorne hier links ist ja schon das Ziel. Ich jetzt mal den weghauen und dann kümmere ich mich um den Eclipse, der da vorne hängt. Aber die mal kurz hier beide weg und dann haben wir so, war das auch erledigt. So, jetzt fahren wir hier das Rennen.
Zoom. Guck, die Hälfte haben wir also nicht. Aber es passt von der Zeit auf jeden Fall da rein. Wenn wir jetzt schon mal der Hälfte so eine Minute 15 Uhr rum haben. Vielleicht noch 2 Minütchen, dann passt das auch. Ja, ohne Probleme. Dann war schön auf der Innenspur. Und jetzt sind wir gleich hier schon fertig, quasi jetzt gleich. Immer noch 19% durch diese Schlänge. Das heißt halt extrem viel ist. Entschuldigung. Ja, diesmal sollten wir wieder die 3 Punkte bekommen und dann wird man dann wieder beim in den URL-Rennen eingeladen werden. So, rechts, links. Oh. Und dann haben wir es schon geschafft. Ist es perfekt. 243, passt doch. Ich glaube, bei 5 Kilometern. Gut. Gut, das speichern wir noch schnell. Und dann würde ich sagen, machen wir hier gleich Feierabend. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder bei Formel 1. Morgen, übermorgen, am Sonntag und am Montag ebenfalls. Und dann geht es am Dienstag quasi hier weiter mit dem Spiel. Also, dann ist das Play. Ja, weiter geht's. Dann, wie gesagt, am Dienstag. Tadam! Gut, gut. Liebe Leute. Dann haben wir eine Nachricht. Das Spoiler, egal, unwichtig. Dann mache ich hier Feierabend und dann sehen wir uns am Dienstag, wie gesagt, wieder bei Let's Play Need for Speed Underground 2. Und ich hoffe, dass man wieder einschaltet und dann genauso die Lust mitbringt oder den Bock mitbringt, den ich momentan habe bei dem Spiel. Und wir gucken mal. Ja. Kann ich überschreiben? Ah, man kann tatsächlich sich die Autos. Man könnte theoretisch durchwechseln. Ich habe mit dem Peugeot angefangen, mit dem Audi und jetzt mit dem Nissan 950. Das passt auch noch wunderbar. Wir können 5 Autos genau in die Garage nehmen. Das heißt, wir haben den Sponsorenwagen noch, das wäre der Infiniti als nächstes und dann hatten wir schon den. Und dann könnte man den Nissan Skyline nehmen. Das passt genau mit diesen 5 Autos aufeinander. Wunderbar, das wollte ich eigentlich nur kurz ein bisschen nochmal nachgucken. Wunderbar. Gut, ja. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.